Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns nun unserem letzten Thema des Workshops, nämlich blaues Wachstum und wissenschaftliche Meeresforschung. Und dazu wollen wir zunächst einmal einen kleinen Blick werfen in die bisher existierenden Lizenzgebiete beziehungsweise in den Bereich der Exploration von polymetallischen Knollen. Bevor Sie sozusagen jetzt versuchen, auf dem Flickenteppich sozusagen Deutschland zu identifizieren, sei Ihnen gesagt, die orangefarbenen Flächen, die beiden, einmal im Zentralbereich und einmal im östlichen Bereich, das sind die Bereiche, die unter die deutsche Lizenz fallen. Und hier nochmal auch ein paar Rahmendaten der Explorations- oder Erkundungslizenz, die seit 2006 besteht. Und zwar handelt es sich um zwei Areale im äquatorialen Nordostpazifik zwischen Hawaii und Mexiko. Einmal haben wir eine Fläche von 17.000 Quadratkilometern im Zentralbereich und einmal 58.000 Quadratkilometer im Osten des Manganknollengürtels. Sie haben schon gesehen, da tummeln sich doch einige Lizenznehmer zwischen der Clarion- und der Clipperton-Bruchzone. Und wir haben dort eine Wassertiefe zwischen ca. 4.000 und 6.000 Metern. Sie können sich also vorstellen, dass wir also hier extrem Bedingungen haben. Das wäre in etwa so, als würde man von den höchsten Bergen sozusagen, die wir an Land haben, ins tiefste Tal hinunterschauen. Und da kann man sich in etwa vorstellen, welche Bedingungen wir dort vorfinden. Umso interessanter, dass sich hier eben nicht nur mineralische Ressourcen, sondern eben auch lebende Ressourcen befinden. Aber gut, die sollen uns jetzt erst einmal noch nicht interessieren. Wir kümmern uns erst einmal um das Thema mineralische Ressourcen. Und im Moment besteht eben eine sogenannte Erkundungs- oder Explorationslizenz, die dann in einem späteren weiteren Verlauf in eine Abbaulizenz überführt werden soll, idealerweise. Das heißt, momentan ist das BGR letztendlich damit befasst, insbesondere topografische Vermessungen des Meeresbodens durchzuführen, die Erstellung eines digitalen Geländemodells, aber eben auch Probenahmen zur Bestimmung der räumlichen Variationen in der Belegungsdichte mit Manganknollen und deren Metallgehalt. Und das ist das, was uns hier insbesondere interessiert, Erforschung der Biodiversität, aber eben auch der Vergleich der Diversität und Verbreitung der Bodenfauna zwischen unterschiedlichen Lizenzgebieten innerhalb des Manganknollengürtels. Und dieses wird natürlich nicht aus Spaß gemacht. Sie können sich vorstellen, dass dieses insbesondere natürlich mit großem technischen und wissenschaftlichem Aufwand verbunden ist und an die Wissenschaftler natürlich auch entsprechende Herausforderungen stellt. Dieses ist allerdings unter dem Seerechtsübereinkommen halt eben notwendig. Und dort heißt es im 1994 Übereinkommen, das ist im Prinzip das Übereinkommen, was nachher das UN-Seerechtsübereinkommen in Kraft gesetzt hat und auch Änderungen eingeführt hat, heißt es: An application for approval of a plan of work shall be accompanied by an assessment of the potential environmental impacts of the proposed activities and by a description of a program for oceanographic and baseline environmental studies in accordance with the rules, regulations and procedures adopted by the authority. Das heißt also, das, was uns hier insbesondere interessiert, ist also einmal die Umweltverträglichkeitsprüfung, die halt eben notwendigerweise zu erstellen ist, und eben die Regelung unter derer Ägide im Prinzip diese auch dann entsprechend auszuführen sind. Und die ISA, die in diesem Fall ja zuständig ist, hat also dazu sich natürlich auch einiges an Gedanken gemacht und hat auch etwas formuliert. Dieses ist
in jüngster Zeit auch nochmal im Rahmen einer Advisory Opinion, die schon in dem ersten Teil, als wir über das Seevölkerrecht gesprochen haben, ja schon einmal angesprochen wurde, dann nochmal konkretisiert wurde. Denn die Advisory Opinion des Internationalen Seegerichtshofs zur Verantwortlichkeit der Vertragsstaaten umfasst unter anderem die Verantwortlichkeit, die ISA bei der Ausübung der Kontrolle über Aktivitäten im Gebiet zu unterstützen, das Vorsorgeprinzip anzuwenden, die besten Umweltpraktiken anzuwenden und die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Das sind letztendlich Verpflichtungen, die sich aus dieser Konkretisierung im Prinzip ergeben. Man muss sich das so vorstellen, das UN-Seerechtsübereinkommen hat letztendlich ja Regelungen getroffen. Diese sind zum Teil etwas unspezifisch, nicht zuletzt auch deshalb, weil zu dem Zeitpunkt auch die Technologien auch noch nicht so weit waren und auch der Technikstand noch nicht so weit fortgeschritten war, als dass dieses hätte aufgenommen werden können. Außerdem ist das auch nicht die Idee des UN-Seerechtsübereinkommens, spezifische Regelungen zu treffen, sondern es geht ja darum, wir sprachen ja schon drüber, es handelt sich bei dem UN-Seerechtsübereinkommen um die Verfassung der Meere. Das heißt, es ist ein Rahmenübereinkommen und damit eben auch nicht in der Lage, Dinge im Detail zu regeln. Dieses ist dann aber, wie gesagt, ja in der Konkretisierung des 1994er Übereinkommens doch nochmal aufgenommen worden und jetzt eben im Bereich der Advisory Opinion als Auslegung des UN-Seerechtsübereinkommens und der damit verbundenen Übereinkommen dann vorgenommen worden vom Internationalen Seegerichtshof, der für diesen Bereich halt eben zuständig ist. Es gibt eine ganze Reihe an Guidelines und Codes of Conducts, die ich hier einfach mal exemplarisch aufgegriffen habe. Sicherlich ganz oberst ist zu nennen die International Seabed Authority Recommendations for the Guidance of the Contractors for the Assessment of the Possible Environmental Impacts Arising from Exploration for Polymetallic Nodules in the Area. Das heißt also, hier haben wir Guidelines der ISA, wie sozusagen zu verfahren ist im Zusammenhang auch mit den Umweltverträglichkeitsprüfungen und eben bei der Beurteilung von potenziellen Umweltgefahren im Bereich des Abbaus von mineralischen Meeresressourcen. Darüber hinaus sehen Sie schon, dass also auch einige Fachorganisationen wie die International Marine Mineral Society oder auch eben InterReach sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Diese sind im Wesentlichen Selbstverpflichtungen, Verpflichtungserklärungen für verantwortungsvolle wissenschaftliche Meeresforschung bei InterReach beispielsweise, insbesondere im Bereich der Hydrothermalquellen. Sie hatten ja im Rahmen der Kartenübersicht ja eben schon gesehen, dass sich Vorkommen im Bereich der mineralischen Ressourcen insbesondere, aber nicht nur, aber insbesondere im Bereich der Hydrothermalquellen auch aufgrund der extremen Situation letztendlich befinden. Und deswegen ist InterReach sicherlich hier auch eine der zentralen Institutionen, die dafür in Frage kommen. Eine deutsche Variante hat es in diesem Zusammenhang auch gegeben, und zwar eine Erklärung zu einer verantwortungsvollen Meeresforschung vom Konsortium Deutsche Meeresforschung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft KDM und DFG, die in diesem Zusammenhang quasi parallel zu InterReach eine solche Verpflichtungserklärung aufgebaut haben. Ja, dieses nur als kurzer Ausflug in den Bereich der wissenschaftlichen Meeresforschung. Auch hier nochmal ein paar weiterführende Quellen. Insbesondere sei hier die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe genannt, die sich insbesondere mit diesem Thema beschäftigt und eben, wie Sie ja auch der Karte entnehmen konnten, Lizenznehmer für das deutsche Lizenzgebiet ist und dieses
eben federführend eben auch begleitet. Ja, dann darf ich mich auch für diesen Teil ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.